Denn er hat heute ganz viele Spiele und konnte bis dahin noch nicht sagen, wie viele es sind, oder? Es sind vier. Vier? Die sind auch vier angekündigt, aber einer davon, wie ich eigentlich schon erwähnt habe, ist jetzt der Schere zum Opfer gefallen. Der technischen Schere, aber dafür wirst du ja nachher dann ein bisschen Donkey Kong spielen. Ja, das stimmt. Du hattest gesagt, ich werde versuchen, den Weltrekord wieder zu brechen, aber so, da wollen wir die Leute natürlich nicht anschmuhen, das geht nicht in so kurzer Zeit. Das haben wir letztes Mal gemerkt, ne? Das dauert tierisch lange. Aber es ist trotzdem schön, mal jemanden, der Donkey Kong beherrscht, denn es ist wirklich schwer. Oder zumindest ziemlich gut spielt. Ich will nicht zu viel Erwartung aufbauen und dann irgendwie in der Panik des Gefechts gehen. Ja. Und dann noch runter und so. Das ist cool, regelmäßig, ehrlich gesagt. So. Weil ich hab's ja auch, sehr gut. Wie wahrscheinlich du vorne auf dieser Virtual Console, also ist das ja in der Wii-Menü gleich auf der ersten Seite und da kommt man einfach nicht drum rum. Wenn man das startet und ist Donkey Kong, dann muss man da erstmal draufklicken. Ich muss ihn auch mal runterladen. Ich besitze es gar nicht. Aber ich möchte noch ganz kurz, bevor wir jetzt mit Lords of Thunder, dem ersten Spiel des heutigen Retro-Abends, in den Retro-Reigen starten, mal ganz kurz auf den Comments-Bereich eingehen. Da hat der gute Marco nämlich geschrieben, PS3 mal wieder, in Anführungsstrichen, vergessen. Naja, ist man ja inzwischen gewohnt von Giga, obwohl es ja auf der PS3 inzwischen richtig viele PS1-Klassiker gibt. Schade, aber vielleicht liest das Colin oder sonst wer und entscheidet sich doch noch dafür, auch PS3 mit einzubeziehen, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Na dann, viel Spaß. Ja, lieber Marco und alle anderen, ihr habt vollkommen recht. PS1-Spiele haben wir bisher eigentlich immer sträflich vernachlässigt. Zumindest die aus dem Netzwerkstore. Und wir geloben Besserung. Sei hiermit jetzt hochoffiziell euch allen da draußen versprochen. Mir fällt auch gar kein konkreter Grund ein. Ich dachte erst, die meinen PS1-Spiele, die man auf der PS3 spielen kann, wegen Backwards Compatibility. Ja, nee, da können wir ja direkt den Xbox 1 oder alle möglichen Updates, GameCube auf der Wii und sonst was. Nee, es geht schon darum, dass man ja auch sich im Network Store PlayStation 1 Klassiker runterladen kann. Mhm. Und wir fassen den Begriff Retro durchaus ein bisschen weiter. Da kann man ja auch immer fragen, was ist jetzt eigentlich Retro und was nicht? Aber PS1 gehört allein, weil es nicht zum aktuellen Konsolenkanon mehr gehört, auch zum Retro-Aspekt und deswegen sei mir hiermit versprochen, in der nächsten Retro-Sendung hier an dieser Stelle werden wir definitiv auch PlayStation 1 Klassiker spielen. Oder freue mich auch drauf. Ja. Die habe ich selber auch besessen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die hat jeder besessen. Ja. Also PlayStation 1 ist ja so. Mindestens. Also zwei hatte ich sogar. Selbst jeder, der irgendwie noch keine Konsole nie gehabt hat. Ja, du bist auch. Ich glaube, viele Leute haben mehrere PlayStation 1 besitzen müssen. Ja. Kennst du das noch, wo du sie umdrehen musstest, damit die Spiele starten mussten? Ja. Ich habe aber echt Glück gehabt. Meine First Generation, ich hatte so eine Startkonsole, die funktioniert heute noch. Echt? Aber ganz, ganz selten benutze ich die. Hast du oben Aufkleber drauf? Aufkleber? Nee, habe ich nie gemacht. Ich Was hast du drauf? Ich hatte ein Final Fantasy. Ich habe immer noch ein Final Fantasy 7 Aufkleber drauf. Das war immer so, hatte so die Form einer Kloschüssel, nur ausgefüllt, oder? Ja, genau. Genau, und dann hat man das draufgeklebt und dann hatte man eine super coole PS1, die sonst keiner hatte. Das war hübsch, ne? Das waren die Zeitschriften. Das war, genau. Ja. Das war in einer Zeitung, bei der ich dann auch mal gearbeitet habe, lag das auch mal dabei. Aber genug jetzt davon. Jetzt geht's nämlich zu Lords of Thunder ins Jahr 1993 zurück auf PC Engine und Sega CD, einen Shooter der etwas anderen Art. Magst du Horizontal-Shooter? Oh, und wie? Dann wirst du den vielleicht auch mögen, obwohl es nicht irgendwie horizontal ist. Das stehe ich total drauf. Hier fliegen wir nämlich mit diesen komischen Magiern. Ich nenne sie jetzt einfach mal Magier. Ich weiß nicht, ob es welche sind. Ich kann mir jedem Elementar-Kristall-Zugehörigen aussuchen. Und besonders ist, man verdient hier Kohle. Und mit der Kohle kann man seine Magier ein bisschen upgraden. Ich habe jetzt aber nur 300 Pinnons am Anfang. Deswegen entscheiden wir uns für ein bisschen mehr Lebensenergie. Und fliegen jetzt aber einfach mal direkt los. Es ist, wie gesagt, sieht man aber jetzt auch schon, ein Horizontal-Shooter, aber eben mit ein bisschen anderem Ansatz. Boah, mit Turtles als bösen Jungs oben und sozusagen, ne? Genau. Die blauen Kristalle sind natürlich Penunzenkristalle. Ah, jetzt habe ich das Upgrade verpasst. Rechts oben ist sein Energie. Genau, das ist sein Energiewagen. Ja, und im Nahkampf, hier siehst du, zack, packt er so eine coole Klinge aus. Habe ich jetzt nicht gesehen. Also automatisch, sobald ein Raumschiff nah genug dran ist, so ein bisschen wie der Shinobi und den Shurikenstern. Ah, okay. Hier jetzt wieder. Oh, das habe ich natürlich gemacht. Der war zu stark. Jetzt habe ich gerade meine Smart Bomb eingesetzt. Die Mucke ist auch so geil. Ja, ich wollte es gerade sagen. So heulende E-Gitarren, ey, das ist. Ich stehe total auf diesen Sound. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgend so ein Mega-Experten hat immer zu Gast im Max-Bereich, der hat uns irgendwas vorgestellt zu diesen Crack-Trolls. Weißt du, diese Mucke, die irgendwie früher in den 80ern immer mit veröffentlicht wurde von irgendwelchen Underground-Groups und so. Ja. Und ich habe bis jetzt aber, es gibt da CDs, aber ich habe sie bis jetzt immer noch nicht gefunden. Weißt du da was? Nee, da weiß ich gar nicht. Ich kenne zwar jemanden, der, obwohl ich kann dir vielleicht mal eine Seite empfehlen. Es gibt da einen in Deutschland, der ein ganz, ganz großer, passionierter Fan dieser alten Musik ist und der auch quasi mit ein paar anderen Leuten im Verlag gemeinschaftlich so Sammlungen auflegt. Also der holt sich auch die rechte Tafel, aber in diesem Fall eher von Profis ein. Nice, konzentriere dich noch ein bisschen.
von den großen Namen, Ron Hubbard und ach, Chris Hülsbeck und so. Aha. Schön ist aber, wenn ich jetzt draufgehe, deswegen ist es gar nicht so dramatisch. Ich kann jetzt mit Continue machen und direkt in den Store gehen. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen, damit wir was anderes sehen. Ja, öffnen wir mal, den kennen wir auch gar nicht. Der bringt so CDs raus, holt sich die Rechte dafür und zum Beispiel so Amiga Classics gibt es ja, Immortal, glaube ich, mittlerweile 3 komplette CDs voll mit geilen alten Sounds. Oder falls ihr was wisst, schickt mir das auch mal. Es ist im Comics-Bereich, am besten im Konsumbereich unten drunter, da gucke ich dann mal rein. Ich weiß nicht mehr, wie die Seite heißt, es fällt mir jetzt leider nicht mehr ein, aber das ist sehr, sehr schön. Der hat eine, ich glaube, so mit dem, die größte, siehst du, der hat eine andere Basiswaffe. Ich würde sagen, der hat so mit die größte Auswahl, auch ein Shop ist online, für Computermusik, die es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, so gibt. Also da findest du ziemlich viel, auch japanische Importe und so natürlich von aktuellen Geschichten. Aber wie gesagt, der ist eben auch sehr daran interessiert, immer so ein bisschen retromäßig. Sagst Bescheid, wenn dir das wieder einfällt. Ja. Ich guck nachher mal. Also ich weiß, Immortal heißt diese Amiga-Serie. Der hat natürlich einen elementar anderen Schuss hier, der Kollege. Muss man sich jetzt ein bisschen entschieden, kann man sich sogar... Ich muss auch sagen, also das ist jetzt kein... Shooter der allerersten Garde, würde ich mal so sagen. Also wir machen gleich auch noch ein bisschen A-Type 3. Das ist schon ist auch 16-Bit, die bessere Ware. Ne? Ja. Obwohl, dass es hier nicht 16-Bit ist, ja gut. Auflösungstechnisch geht es hier nicht die Welt. Animationsmäßig auch nicht. Ich finde, das ist ja PC Engine war ja immer so eine... Ach Mann. Die Konsole, bei der man hier auch eher wieder diese... Merkst du, siehst du, automatisch packt er so eine Klinge aus dann. Was ist denn das jetzt für ein Typ? Ist das eine Motte? Ist das ein Turtle? Ich glaube, das ist irgendein Magier. Keine Ahnung, frag mich jetzt nicht nach der Story. Ist das Typ? Kann ich ja nicht wirklich zu sagen. Hm. Aber da kommt ja mein bester Freund hier. Der Madenmarder. Ja, der ist saufies. Ah, siehst du mal. Die beschworen, die krassen Meteore. Ich hatte gerade, das war die Smartbomb, habe ich mir extra für diesen Moment jetzt mal aufgespart. Aber die Mucke ist wirklich nicht schlecht. Also sehr speziell, muss man mögen. Das habe ich auch oben und unten Schuss. Du siehst oben rechts über meiner Lebensenergie, das ist quasi so meine Waffenbalken, meine extra Waffen, die immer dann sich erhöhen, wenn ich so bestimmte Kristalle einsammle. Das Wasser zieht mich übrigens runter hier. Was? Ja, fiese Sache. Das waren echt nur die Japaner, diese Mucke. Also ich glaube, kein westlicher Entwickler würde sich das trauen. Ups. Aha! Es geht mir zu schnell. Was ist hier los? Da schnell umzuschnellen, in so einem Geschwindigkeitsveränderungsdingspunkt, das ist immer sau schwer, ne? Ja, vor allem, weil auch noch relativ viel los war. Also. Manchmal hat man ja Glück und dann gibt es Slowdowns. Nein, das macht er denn hier, der Kollege? Da muss ich mit dem Schwert ran. Zack! Gerade noch geschafft. Ich habe gerade aus der Regie gehört, wir gehen in die Werbung, wenn du tot gehst. Also kannst du jetzt bestimmen, was wir passiert. Ich versuche mein Bett zu nehmen, aber ich werde ganz elegant einfach gleich das Pad wird mir runterfallen. Und dann werde ich sagen, verdammt, was ist mit dem Pad passiert? Da kann ich dann nichts dafür. Es gibt bestimmt noch einen Bossgegner hier gleich. Oh, ordentlich Penunzen einsammeln. Wie gesagt, das finde ich ganz cool, dass die Kohle einmal halten bleibt. Und da hat man immer die Möglichkeit, beim zweiten Mal dann einfach zu versuchen, zumindest eine wesentlich bessere Figur zu machen. Jetzt bin ich aufgegangen beim normalen Schergen, war ich zu gierig. Das war aber nicht mit Absicht, ne? Nee, es musste so sein. Ich weiß ja, dass die Werbung, das ist das Diktat der Werbung, dem muss man sich beugen. Okay. Das war mit Absicht, ja, doch klar. Gut. Schauen wir mal, was die Werbung uns bietet und ich versuche aus dem Kommentar rauszukriegen, was das als nächstes für ein Endgegner wird. Und wir sehen uns gleich wieder hier. Bleibt dran.